Willkommen zurück zu Pikmin 2! Alles ist gesagt an der Technik, an den Grundprinzipien. Und ich würde sagen, schreiten wir einfach nur noch zur Tat und erkunden das Gebiet weiter. Oh, ihr drei müsst auch helfen. Jedes Gramm wird gebraucht anscheinend. Wuff. So, mehr Punktkäfer für alle. Wir werden euch töten. Sorry, tut uns überhaupt nicht leid. So, da kommt noch ein Dicker bestimmt. Ja, aber dich kennen wir doch auch. Du bist ein Lachs für uns. Angriff! Oh nein, die stellen sich blöd an. Die stellen sich sehr blöd an. Oh mein Gott. Also entweder ist es schwieriger als im ersten Teil oder... Oh nee, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Das ist... Nein! Kannst du... Ey, das Vieh ist enorm schwierig geworden. Hau die Mama! Ich konnte die früher mit einmal besiegen. Scheiße, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass man... Okay, in diesem Teil vielleicht eher draufwerfen. Toll. Tolle Erkenntnis. Scheiße. Also mit so einer Anzahl von Pikmin von hinten angreifen und das Ding war sofort Geschichte, bevor es richtig aufgewacht war. Ihr könnt ja mein Let's Play angucken. Auch wenn ich dann noch ein bisschen verklemmt rede, weil ich war noch neu und so. Aber hallo, warum ist es so schwer? Okay, dann muss ich mich vor der Mama wohl wirklich in Acht nehmen. Oh, das hat uns viele, viele Pikmin gekostet. Wir müssen halt auch unser Lehrgeld zahlen, scheinbar. Und sogar Olimar und Louis haben Schaden erlitten. Was haben wir denn hier? Eine eingetretene Dose. Hä? Also sie wird immer erst als Schatz identifiziert, wenn man sie zum Schiff getragen hat. Und hier, ja, eine leichte Mauer, okay. In Ordnung, in Ordnung. Ja, und ja, das ist halt so lustig, dass die... das Raumschiff von Hokotate halt mit den Erdengegenständen nichts anfangen kann. Da vorne ist eine zertretene Dose und die wertet das jetzt als Mega-Schatz, ne? Weil sie denkt, das ist hier was super Geiles. Ich glaube... Sag mal! Genau! Wo sind eigentlich diese Grashalme, die immer erschienen sind, dass da, Honig erschienen ist oder Nektar, was es war? So, dass die Pikmin zu, Blumen wurden. Eigentlich gar nicht so schlecht, diese Funktion. Ah, da ist noch was. Das mache ich auch Blatt jetzt. Ja, aber das lag manchmal immer im Weg, dass die Pikmin stehen geblieben sind. Das hat genervt. Das haben sie anscheinend auch verbessert. Bislang hat es den Anschein zumindest. Wäre eine absolut sinnvolle Erneuerung. Warum landen wir eigentlich im Eisgebiet als erstes? Na gut. Los, Louis! Wir walten unseres Amtes und ziehen hier jetzt lauter. Ihr hättet echt Gärtner werden sollen. Ohne Scheiß. Haben wir alle. 44. Folgt mir, Gefolge. Ja, als Blätterpigmen sind sie natürlich noch ziemlich langsam unterwegs. Das werden wir aber ändern, bald irgendwann eines Tages. Jetzt aber zur Dose. Eine zertretene Dose, ein echter Schatz. Das ist die Rettung. Nicht alle. Komm, Tuma. Ha. Dann. Dann. So. Inzwischen, in der Zwischenzeit könnt ihr ja euch um die Mauer kümmern. Das ist halt immer die Geschichte, wo man sich bei Pikmin immer drum kümmern muss. Jeden Pikmin beschäftigen und mit möglichst wenig Aufgaben. Mit möglichst vielen Aufgaben. Wo sind die mit der Dose? Da seid ihr erst. Mann, ihr seid ja auch nicht die Schnellsten. Was ist das hier überhaupt? Das sieht ungeheuerlich aus. Ich habe mich nie gefragt, was das überhaupt ist. Was wird denn hier aufgebaut? Backstage-Bühne, hä? Okay, ihr braucht noch lange. Ich gehe jetzt erstmal zum Raumschiff, um meinen Pikmin mit den Dosen abzufangen, obwohl die so langsam sind wie sonst was. Es ist Mittag. Der halbe Tag ist vorbei. Hallo. Laberndes Raumschiff. Hallo, Parkour. Hallo. So, ist jetzt aber gut.
Am Anfang läuft es halt immer noch ein bisschen zäh. Bring die Dose heim. Bring die Dose heim. Was ist das und wie viel ist es wert? Es ist 170 Pokos wert und er ist totaler Müll. Hey, gut erkannt. So, ihr helft jetzt mal den anderen bei der Mauer, bitte. Denn andere Wege gibt es bislang nicht. Ich bin schon gespannt, also ich kenne die Welten wirklich nicht so gut. Und dann kommen noch die ganzen Dungeons dazu, die sind bestimmt alle geil. Und da gibt es immer einen Endgegner, einen coolen. Ja, und auch fürs Knollenauge. Da haben wir ja schon die erste Höhle, der erste Dungeon. Also diese Höhlen, die müssen wir immer suchen. Und glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, ich hab's damals schon gesagt, in Pikmin 1 gibt's diese Wasserwelt. Da gibt's auch so eine Höhle. Und in Pikmin 1 echt schon so diese Umrandung irgendwie dafür, dass da so eine Höhle hinkommt. Und genau dieselbe Stelle besuchen wir ja wieder. Also, das ist das Geilste, was ich immer selbst rausgefunden habe. Ey, das ist ja dieselbe Stelle, aber es ist alles so verändert. Also, Mann, ich kann es nicht erklären. Ich werde euch darauf aufmerksam machen. Ihr habt ja wirklich toll gemacht, die Mauer eingerissen. DDR-Pikmin. Wie schaffen es die Pikmin, eine so massive Wand einzureißen? Louis, hat Ultima sie mit der Anwendung des Pikmin-Kommando-Protokolls vertraut gemacht? Offensichtlich nicht. Erlauben Sie mir, die Vorgehensweise zu erklären. Drücken Sie A, um Pikmin als... Ja, Mann. Wissen wir doch. Kopieren Sie sie durch Betätigung von B. Drücken Sie X, um die Gruppe zu entlassen. Mithilfe von C teilen Sie der Gruppe Befehle und weisen ihr Ziel zu. C dient dazu, Pikmin in Richtung eines Schatzes oder Gegners ausschwärmen zu lassen. Oder sie in Reihen und Glied aufzustellen. Gut. Die ganze Steuerung nochmal aufgerollt und ich hoffe, das war's jetzt an Steuerung. Und das ist die erste Höhle und da wird gelabert, bis die Schwarte kracht. Da ist Wasser, da können wir eh nicht rein mit den Roten. Also gehen wir mal da hier rein. Oh my fucking God, what is this? It's a hole. Interessant. Warme Luft stürmt aus diesem Loch im Boden vor Ihnen. Was mag wohl im Untergrund auf uns warten? Was ist los? Sie beide zeigen Anzeichen von Unbehagen. Keine Angst, die Pikmin-Truppe des Anführers wird sie begleiten. Auch meine Forschungsgondel wird mit ihnen in die Tiefe vordringen. Nähern Sie sich dem Loch und drücken Sie A, um es zu betreten. Tja, verlieren wir also keine Zeit, ab in den ersten Dungeon. Die Höhle des Ursprungs. Das ist noch eine ziemlich kurze Höhle. Mit nur zwei, Etagen? Es wird gleich gesagt. Und später hat es ja 5, 8 Sublevel, nennt sich das. Schönes Wort. Okay, der erste Sublevel und später gibt es halt 8, 9 oder 10 Sublevel. Zu Ende, meine ich. Ja, und hier gibt es kein Zeitlimit. Das ist das Schöne, irgendwie. Och, labert doch nicht so viel. Faszinierend, meine Wärmesensoren zeigen an, dass das Innere des Lochs wärmer ist als die Umgebung auf der Oberfläche. Die Analyse lässt vermuten, dass subterrane Bereiche andere Lebensformen hervorbringen, als man sie auf der Oberfläche finden kann. Wenn Sie unterirdisches Terrain überprüfen wollen, drücken Sie Startpause, um mit mir zu kommunizieren. Ich bin nicht nur ein Schiff, ich bin auch eine Allzweck-Unterstützungsgondel. Du bist ein Arsch. So, Sublevel 1. Gibt's auch eine Karte hierfür? Jetzt habe ich schon gewechselt. Ja, aber die Karte reicht nur so weit, wie wir es schon kennen. Und der erste Schatz. Oh mein Gott, ein Kronkorken. Und ein zweiter Schatz. Das ist eine Mandarine. Und diese sehen auch nicht gut aus. Euch kann ich so besiegen, auf jeden Fall. Die großen scheinbar nicht mehr. Und komm, euch noch. Oh Gott. Ja, und sie haben den Schatz in die Gondel gebracht, das zählt natürlich auch. 7 Up! Auch wieder keine Schleifwerbung. Schleifwerbung, ja. Durstlöscher-Emblem. Mhm. Gut. 100 Pokos. Oh Mann, kämpft! Oh, wusste ich ja nicht, dass ihr genau in dem Moment. Der letzte. Achso, nee, die sind alles schon tot. Okay. Allerdings gibt es hier keine Zwiebel. Was doof ist. Das heißt, wir können auch keine Pikmin keimen. Wir können nur die Pikmin benutzen, die wir schon haben. Das ist so ein bisschen,
bemerkenswert. Und ja, das heißt, diese kleinen Gegner werden auch zu Geld verfrachtet, allerdings zu ziemlich wenig. Wie können Sie diese Bestie nur als Schatz betrachten? Gar nicht. Besten sind mit meinen Schaltkreisen nicht kompatibel. Ich denke, ich werde diese Ungeheuer in meinen Frachtraum lagern. Aber ich glaube nicht, dass diese Ungeheuer viel wert sind. Sind sie nicht? Und das ist der Grund, warum wir sie einfach überhaupt nicht erlegen müssen in den Dungeons. Es gibt keinen Grund. Immer nur so 2, 3 Pokos oder 1 sogar nur. Im Gegensatz zu diesem Schatz. Also alles, was irgendwie ein bisschen strange aussieht oder nicht reinpasst, ist ein Schatz. Mandarine, Orange? Es ist ein Zitrusklumpen. Ist doch schön. Ja, und die Pikmin singen ja auch ein bisschen vor sich hin, weil sie Angst haben im Dunkeln. Ein bisschen Luigi's Mansion-Style. Gut. Das war alles auf Sub-Level 1. Natürlich im ersten Dungeon noch sehr billig. Und dann gehen wir weiter runter zu Sub-Level 2. Dieses Loch scheint sehr tief zu sein. Meine Sensoren melden noch tückischeres Rang voraus. Louis, Sie erinnern sich doch noch, dass die Kamera mit Hilfe von L, R und Z justieren können, oder? Ihr Gesichtsausdruck lässt darauf schließen, dass Sie es noch tun. Ausgezeichnet. Dann gehen Sie auf das Loch und drücken Sie A, um es zu betreten. Quacksalber, du nervst sowas von. Und er wiederholt alles, ne? Ja, ich möchte noch tiefer vor ins Loch. Und alle rein da. Ich find's lustig, auch anzusehen ein bisschen. Ach, schön gemacht. Und natürlich jedes Mal gespeichert, also nichts kann passieren. Allerdings muss man achten, dass man in jedem Sub-Level alle Schätze geborgen hat, da wir nicht wieder nach oben zurückkehren können. Außer ganz am Ende. Ist klar. Mit Hilfe eines Geysirs werden wir noch sehen. Und der zweite Sub-Level ist schon der letzte. Aber bitte kein Endboss. Ich kann jetzt keinen Endboss ertragen. Ich besiege euch, da hier Schätze liegen. Und ihr stören würdet. Aber ich muss sie nicht tragen und ich werde sie auch nicht tragen. Alle mitkommen. Wie viel brauchen wir denn? Und das wird jetzt, glaube ich, sehr interessant. Das ist ein halber Globus. Es ist nahezu unvorstellbar, dass so ein immenses Objekt hier so lange Zeit vergraben lag. Die Gestaltung der äußeren Hülle scheint die Oberfläche dieses Planeten vom Weltall aus gesehen darzustellen. Vielleicht kann dies einem anderen Zweck dienen, als nur altem Material zu sein. Aber wie sollen wir es transportieren? Ich fürchte, dass nicht einmal 100 rote Pikmin in der Lage wären, es zu bewegen. Das ist wahr. Wir brauchen 101 Pikmin. Ja, 101. Das ist natürlich ein bisschen doof, da wir ja nur bis zu 100 tragen können. Ziemlich verzwickt, oder? Zum Glück spielen wir aber Pikmin 2 und nicht Pikmin 1. Schauen wir mal, was es hier noch alles gibt. Also blöde Gegner. Also in diesem Teil ist es anscheinend doch besser zu werfen als zu lenken. In jeder Situation. Was gibt es hier Unglaubliches? Diese Blumen gab es auch schon in Teil 1. Und sie haben bewirkt, dass sich Pikmin in andere Farben verwandeln können. Erstaunlich. Eine Blume gedeiht hier in einer Höhle, tief unter der verschneiten Landschaft. Hier unten ist es merklich wärmer als an der Oberfläche. Sie sehen sie doch. Die Pikmin wirken ruhelos. Es scheint, als würden sie sich danach sehnen, in die Blume geworfen zu werden, natürlich. Sie haben doch sonst keine Probleme. Ja, das werden wir machen. Okay, ich spoiler nicht, indem ich sage, wenn wir Pikmin da reinwerfen, werden sie zu lila Pikmin, die dann stark genug sind, um den Globus zu transportieren. Dies und noch viel mehr gibt's dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.